In Deutschland gibt es schätzungsweise über 20.000 verlassene Orte. Einen davon möchte ich heute gemeinsam mit meinem Freund Tobi besuchen. Ein verlassenes Mehrfamilienhaus, direkt an einem Waldrand gelegen. Bis zum Ende des Videodrehs war ich mir die ganze Zeit nicht ganz sicher, ob in der obersten Etage nicht noch jemand wohnen würde. Doch seit über 15 Jahren soll hier alles verlassen sein. Was war in diesem Haus los? Was stimmte nicht? Hatten wir uns unnötig in Gefahr gebracht? Hallo? Hallo? Ich meinte nur, ich hätte was gehört. Hallo? Ich hab kurz gedacht, da hinten steht jemand. Meine Liebe. Es geht nur nach Hause. Ich hab dich lieb. Müllsäcke. Auf jeder Tasche steht meine liebe Nicole. Ich hab echt Angst. Was zum Teufel? Wie die Zeit verrinnt oder vergeht. Dieses Video wird gesponsert von Rhino Shield, meinem langjährigen Sponsorpartner, wenn es um krasse, robuste Handyhüllen geht. Und heute, passend zum Wald, habe ich euch eine Hülle mit einer Holzrückseite mitgebracht. Sieht ziemlich schick aus, würde ich sagen. Ich habe hier noch orangene Knöpfe erweitert. Man kann ja bei allen Hüllen die Knopffarben ändern. Das ist ziemlich cool, individuell, und macht deine Hülle dann zu wirklich deiner ganz besonderen Hülle. Die Holzhülle ist schick und zeitlos, passt zu jedem Handy und gefällt mir natürlich ganz besonders gut. Wer möchte, kann auch einen der vielen Grips an der Rückseite befestigen, einfach dran kleben und dann hat man noch mal mehr von seinem Handy, denn es fällt einem nicht mehr so schnell aus der Hand. Außerdem ist die Grip-Serie recycelt und besonders nachhaltig produziert. Das gefällt mir besonders gut. Jede Rhino Shield-Hülle ist auf 3,50 Meter Sturzhöhe abgesichert, militärische Standards und für euch ganz, ganz sicher für den Outdoor-Einsatz die richtige Wahl. Außerdem findet ihr online eine riesige Vielfalt an verschiedensten Designs, die ihr sogar individuell für euch gestalten könnt. Und das macht Rhino Shield definitiv zu einem ganz besonderen Hersteller, wenn es ums Thema Handyhüllen geht. Checkt die Links in der Videobeschreibung auf jeden Fall ab. Adventure15, das ist der Code eurer Wahl. Damit spart ihr 15% aufs komplette Sortiment. Und jetzt geht's weiter mit dem eigentlichen Video. Vielen Dank an Rhino Shield für die Unterstützung. Meine Damen und Herren, wir haben 10.18 Uhr, relativ früh am Morgen, sind schon über 3 Stunden unterwegs. Ich bin gemeinsam mit Tobi im Auto. Also wir sind in der Einöde, das ist schon wieder der absolute Wahnsinn. Es handelt sich auf jeden Fall um ein privates Wohnhaus mit Einrichtung relativ nah an der Straße. Boah, guck mal, das Ding, das ist auch verlassen. Hier, einfach fahren wir mitten durch den Ort, steht hier so ein verlassener Bauernhof. Ja, wir fahren auf jeden Fall hin und gucken mal, was uns da erwartet. So, wir sind quasi vor dem Haus angekommen. Das Problem ist hier ein bisschen die Parksituation. Das Einzige, wo man hier parken kann, ist tatsächlich eine Bushaltestelle. Ist ein bisschen ungünstig. Ich stelle mich jetzt einfach ganz am Anfang davon. Das soll man zwar eigentlich nicht machen, aber geht gerade nicht anders. Und ich glaube auch nicht, dass hier heute jemand aussteigt, ehrlich gesagt. Wir gucken uns das Ganze jetzt mal an. Naja, sieht auf jeden Fall gut aus von außen, oder? Richtig schön zugewachsen. So, Leute, das Fahrzeug lassen wir hier direkt an der Straße stehen. Hier ist diese Bushaltestelle und direkt da vorne befindet sich das verlassene Haus. Man sieht es hier an der Seite schon so ein bisschen, da ranken überall schon Pflanzen übers Haus hinweg. Hier ist so viel Müll überall auf dem Boden. Keine Ahnung, ob das aus diesem Haus kommt. Alter, was war das? Was war das? Hast du das gehört? Auf jeden Fall ist hier übelst viel Müll. Keine Ahnung, ob von der Straße, vom Haus oder beides. Okay, ich glaube, es ist der richtige Zeitpunkt, sich nochmal Handschuhe anzuziehen. Das Haus wird hundertprozentig eklig werden. Was ist das? Hier liegt so ein Armband aus Metall, eine elektrische Zahnbürste, Pflegemittel. Wenn das nicht aus dem Haus kommt, das schmeißt doch hier keiner hin. So, jetzt sind wir gleich da. Hier ist das Haus. Wir sind jetzt quasi direkt von der Hinterseite zum Haus gelangt. Hier ist so ein Trampelpfad, das wird mal eine alte Einfahrt gewesen sein. Da vorne sieht man nicht so wirklich, ist ein Zauntor. Aber wenn man hier so die Fassade hochguckt von außen, wirkt es wie ein sehr, sehr altes Haus. Hier auf diesem Steinfundament gebaut, dann so eine leichte Erhöhung. Und hier hinten plätschert es auch extrem. Da scheint irgendwie ein Bach zu sein. Und hier sollen mal Leute drin gelebt haben? Kaum vorzustellen.
Leider gibt es vom Grundstück nicht mehr wirklich viel zu zeigen, weil das alles so zugewachsen ist und ich glaube, das Grundstück an sich war auch nicht wirklich groß. Es gibt jetzt hier noch eine Eingangstür, einige Lampen, die von außen angebracht sind. Das ist auch das Letzte, was irgendwie noch daran erinnert, dass da mal Menschen gelebt haben. Sonst hätte ich gedacht, das wäre so ein industrielles Mühlengebäude, ein altes oder so. Aber nein, hier soll definitiv mal eine Familie drin gelebt haben. Gehen wir gucken. Hier die Treppe. Ist auch schon von Farn völlig überwuchert. Fensterscheiben völlig verstaubt. Das Einzige, was jetzt halt an Bewohner hindeutet, ist tatsächlich hier diese Klingel. Vier verschiedene Klingeln. Es gab Licht und sogar Nummern zum Wählen. Okay, würde ich sagen, gehen wir rein. Hallo? Hallo? Ich meinte gerade, ich hätte was gehört. Hallo? Tobi? Hat irgendwas gehört? Von oben. Okay. Ja, hier gibt es jetzt auf jeden Fall ein Treppenhaus. Zwei Lampen. Strom wird auf jeden Fall keiner mehr funktionieren. Nee. Hier geht irgendeine Leitung lang, die auf jeden Fall mal nachgerüstet wurde. Und tatsächlich wirkt das jetzt, als ob das zwei Wohnungen wären. In die Richtung eine und in die eine. Hier hat man auch immer Licht und Klingel. Jeweils für ein Haus. Hier direkt im Treppenhaus. Ist noch so ein Schuhschrank. Da sind auch noch sämtliche Schuhe drin. Krass. Irgendwelche Winterschuhe, Latschen, Flipflops für Kinder. Und irgendjemand hatte hier auch mal einen Hund. Hundeleine liegt hier auch noch drin. Das ist doch auf jeden Fall auch schon wieder mysteriös, warum man sowas dann wieder zurücklässt. Inzwischen schimmelt das ganze Ding auch schon. Aber Einrichtung ist in beiden Wohnungen noch komplett vorhanden. Ist das strange. Ich würde sagen, wir fangen mit dieser Wohnung an. Hier gibt es auch noch so ein Schlitz für Briefe. Hier hängen übrigens mal die Namen wahrscheinlich von denen, die hier gewohnt haben, aber das Ding wurde auch abgebaut. Uiuiui, okay, okay. Also, hier haben wir eine Wohnung mit 1, 2, 3, 4, 5 Räumen. Was auf jeden Fall direkt auffällt, ist, es ist extrem müllig hier. Es wirkt gerade ein bisschen eher wie ein Büro. Alles voller Zeitungen als Tapete an den Wänden. Wenn man die Zeitungen hier an der Wand mal genauer anguckt, fällt im Übrigen auf, dass die vom, in dem Falle Samstag, Sonntag, 8.9. Februar 1997 sind. Und tatsächlich sind alle Zeitungen hier, Dienstag, 4. Februar, alle von 97. Das heißt, die Wohnung wurde mal renoviert oder in diesem Style gestaltet 1997. Und irgendwie wirkt es so wie nachgenutzt von einem Obdachlosen oder so. Oder ein Messi hat hier gelebt, weil guck mal, wie viel Müll hier rumliegt. Hier ist einfach noch von so einem Smartphone ein Deckel. Ah, das ist die ganze Verpackung davon. Hier gibt es einen Schrank, noch eine Box, also zwei fette Boxen für Veranstaltungen. Hier ein Bett, welches als Bett aber so, glaube ich, auch nicht mehr genutzt wurde. Dafür sind hier jetzt PCs. Zwei PCs, die irgendwie auseinandergebaut wurden, auch neue PC-Teile. Hier liegt irgendeine komische Pampe auf dem Boden, auch in einer Tüte, scheint auch irgendein Müll zu sein. Sowieso ganz viele Flaschen. Noch mehr PCs, bestimmt noch mal 5, 6 Stück. Es ist auf jeden Fall extrem spannend hier. Eine richtige Zeitreise, weil die ganze PC-Technik, die hier rumsteht, natürlich heutzutage überhaupt gar nicht mehr verwendet wird. Inzwischen haben wir HDMI, Mini-HDMI und vor allem ganz, ganz viel USB-C und so weiter und nicht mehr diese altmodischen Stecker, die viele von euch da draußen wahrscheinlich noch kennen, aber die Jüngeren von euch, die jetzt 14 vielleicht sind, damit überhaupt nichts mehr anfangen können. Wirkt für mich gerade wie ein Büro, als ob hier so eine Firma sich in der Wohnung eingemietet hätte und danach einen Messi hier sein Unwesen getrieben hat. Schwer zu sagen. Auf jeden Fall sehr interessant, was hier so alles rumliegt. Dann kommen wir wieder in den Flur. Hier stehen übrigens auch einige Schuhe rum. Dann hat man hier ein Telefon, um draußen an der Klingel mit den Leuten zu sprechen und sie reinzulassen, wie man das in jeder Wohnung kennt. Dann hat man hier nochmal einen Lagerraum für PC-Teile. Naja, guck mal, hier richtig so ein kleines Schwerlastregal mit ganz vielen Kabeln. Dann stehen hier irgendwelche widerwärtigen Eimer auf dem Boden rum. Keine Ahnung, was da drin ist. Das sieht auf jeden Fall extrem pervers aus und sondert einen abartigen Geruch von sich. Boah, das sieht fast aus wie so verwesende Tiere oder sowas. Oder Kot. Da liegt auf jeden Fall irgendwas drin. Das ist wirklich pervers. Wie so Toiletteneimer oder so. Boah. Ja, hier auf jeden Fall die ganzen LAN-Kabel. Da hinten nochmal einen Drucker. Monitore.
Ich weiß nicht, die Firma, die hier in dieser Wohnung drin war, die wird wahrscheinlich damit gehandelt haben. Und auch noch ganz viel Neuverpacktes, das hier wurde noch nie aufgemacht. Die müssen schon vor Jahrzehnten den Laden aufgegeben haben und dann einfach alles so stehen lassen. Und hier war meine Kamera drin, schätzungsweise. Hier liegt so ein Koffer. Das ist ein großer Akku. Ich denke mal, hier sogar 4 Stück. Das wird eine Videokamera gewesen sein. Leider wurde die Kamera natürlich wieder geklaut, genauso wie das Objektiv. Aber eine alte Kamera von Fuji. Die Wohnung ist auf jeden Fall schon ziemlich krass. Auf der gegenüberliegenden Seite scheint es sich eher um eine Privatwohnung zu handeln mit ganz, ganz viel privater Einrichtung. Da gucken wir gleich nochmal und vielleicht finden wir dann auch die Indizien, die auf das schließen, was ich vorhin gesagt habe, als wir hier hingefahren sind. Oder zumindest auf diesen Laden hier. Beziehungsweise vielleicht war es auch gar kein Laden, sondern die waren einfach, ja, wie so Elektroniker. Einfach so eine kleine Firma, die eben, ja, sich mit PCs und allem, was mit Technik zu tun hatte, auskannten. Hier gegenüber gibt es noch einen Raum. Da stehen als erstes wieder eine Menge Eimer. Oh, hier sieht man es. Oh. Es riecht noch ein bisschen, aber es geht halt wirklich. Es riecht schon streng, aber es muss schon lange her sein, dass hier jemand diese Eimer benutzt hat. Da sind ganz, ganz, ganz viele Maden drin. Und guck mal hier, Klopapier. Also es schließt schon darauf, dass da jemand mal das Ding als Toilette benutzt hat, aus irgendeinem Grund. Das sind alles Toilettenschüsseln. Vollgekackte Toilettenschüsseln. Krass. Hier sind eine Menge Müllsäcke. Mit unter anderem auch geschredderten Unterlagen. Das ist alles komplett voll mit geschredderten Unterlagen, ja. Wenn jemand rübersteigt, gibt es hier nochmal einen großen Schreibtisch. Und tatsächlich sehr, sehr interessant, die hatten hier mal irgendein Tier in einem Terrarium. Irgendwie eine kleine Echse oder so. Auf jeden Fall fehlt da der Deckel. Und dann hier halt 2 PCs. Hier auch wieder PCs, die aufgebrochen wurden, um sich die letzten Teilchen da rauszuklauen wahrscheinlich. Hier liegen CDs. Verschiedenste gebrannte CDs. Sicherer löschen. Wiederherstellen von Daten. Guck mal da oben drauf, der Blumenstrauß. Den haben sie bestimmt mal irgendwann bekommen als Dankeschön. Vielleicht saß hier auch der Chef drin und der hat den bekommen von seinen Mitarbeitern. Ich meine, das war ja wenn eine super kleine Firma, die sich einfach nur in einer Privatwohnung eingemietet haben. Aber reichte grundsätzlich natürlich aus. Interessante haben wir in dieser Wohnung jetzt gesehen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal in die nächste Wohnung und gucken uns um. Und dann haben wir ja noch eine Etage. Ich habe übrigens gerade noch mal einen Aktenordner gesehen mit einem Datum 2009. Also durchaus möglich, dass 2009 hier das Datum war, wo dieses Haus aus irgendeinem Grund geräumt wurde und die Leute hier all ihr Hab und Gut zurücklassen mussten. Ich bin echt gespannt, ob wir das noch herausfinden, warum das so war. So, hier geht's wieder raus. Ins Treppenhaus. Da gehen wir auch gleich noch hoch, aber erstmal jetzt gegenüber in die nächste Wohnung. Stellt euch einfach vor, wir würden jetzt hier klingeln. Ding dong. Und sind jetzt zu Besuch in einer vergangenen Welt. Ja, hier sieht man direkt deutlich, dass hier Privatpersonen drin gelebt haben müssen. Hier riecht es ein bisschen nach einer Raucherwohnung, so ganz, ganz leicht. Hier direkt der erste Raum. Sieht nach Küche aus. Hier ist eine Küchenzeile. Tatsächlich schon wieder komisch. Diese Müllsäcke, überall Müllsäcke. Und übrigens ein Indiz, was darauf schließt, dass hier in dieser Wohnung die Menschen gelebt haben, die drüben auf der anderen Seite die Firma hatten. Hier ist auch wieder so ein Terrarium. Also das wäre schon ein großer Zufall, wenn sowohl die Firma als auch die hier lebenden Menschen das gleiche Hobby hatten und sich irgendwelche Echsen oder Schlangen gehalten haben. Hier ganz, ganz alte, einfach verglaste Fenster, wo es schon, ja, Pflanzen reingewachsen hat. Die Fensterscheiben sind auch kaputt. Und gleichzeitig dann trotzdem hier wieder noch eine ganze Menge, zum Beispiel Abwasch, Gläser, ein alter Toaster im Regal, Besteck wie Messer und diese Radflasche, natives Olivenöl dort vorne, Schubladen, völlig vergammelt alles da drin, aber auch noch Besteck drin. Was nur krass ist, hier auf dem Essenstisch liegen 2 ungeöffnete Briefe. Beide an Frau Lilly F. 22. Januar 2010. Die wurden beide noch an sie gesendet, aber nie geöffnet. Nichts ist hier mehr passiert. Keiner kam nie wieder in die Wohnung. Müllsäcke, ich verstehe nicht ganz, was hier passiert ist. Ich kann mir eigentlich nur eines erklären.
Hier auf dem Board liegen übrigens noch mehr ungeöffnete Briefe, alle an Frau Lilly F. Wer Briefe nicht öffnet, der muss irgendwelche Probleme haben, oder? Zumindest denke ich mir das immer. Ich meine, da könnten wichtige Rechnungen drin sein, die nicht bezahlt werden und so weiter. Ich kann mir dementsprechend eigentlich nur vorstellen, dass es hier einen plötzlichen Todesfall gab und Lilly F. vielleicht verstorben ist, tagelang in ihrem Zimmer lag, in dieser Wohnung, und die vielleicht auch die Firma drüben hatten. Was meint ihr, was hier passiert ist? Schreibt das gerne in die Kommentare. Könnt ihr mal sehr, sehr gerne in den Kommentaren mitspekulieren und ich lese mir da das meiste auch sehr, sehr gerne durch. Lasst uns weitergehen und gucken, was wir hier noch so finden. Während Paul drüben gefilmt hat, mache ich immer ein bisschen Recherche. Drüben und hier finden wir jeweils immer denselben Namen. Immer Silke, Lilly, Olaf, F. Und anscheinend war Lilly das Kind und da im Hintergrund befindet sich anscheinend das Kinderzimmer. Ich bin mal gespannt, was wir da noch so finden. Das Kinderzimmer befindet sich nämlich genau hier. Boah, krass, Leute. Und das ist ein komplett eingerichtetes Kinderzimmer. Ziemlich kleines Zimmer, gerade breit genug, damit hier ein Kinderbett drin stehen kann. Kein Schreibtisch, nur dieser Schrank, dieses kleine Board hier vorne und das war's. Ein, zwei kleine Wasserpistolen, irgendwie ein kleiner Harry Potter Schrank. Hier ein selbstgebautes Dosentelefon. Ohne Witz, wenn Lilly dieses Video hier sehen würde. Und ihr selbstgebautes Dosentelefon. Was müssen da für Erinnerungen hochkommen? Und hier ist noch was selbstgebautes. Guck mal hier, so ein Stab. Guck mal hier, so ein Stab. Oben hat es drin geklappert. Das war wie von so einem Schauspiel oder sowas. Aus der Schule bestimmt. So ein Indianerstock. Hier, was ist das? 10 Jahre sozialtherapeutische Einrichtung. Ole. Da wurden Telefonnummern reingeschrieben. Ein Adressbuch quasi. Und hier auf dem Board noch dieses typische. Kennt ihr das? Da ist hier so ein Ding dran, das ist so ein Aufnahmegerät für Kinder. Da hat man eine Kassette reingetan und dann konnte man da Aufnahmen drauf spielen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, Kinderzimmer, finde ich, sind das Allertraurigste bei so einem Lost Place. Ich meine, ohne Witz, Lilly wird wahrscheinlich noch leben. Die hat hier ihre Kindheit verbracht in dieser Wohnung, war draußen am Bach zum Spielen, hat das Dosentelefon mitgenommen zu ihren Freunden. Hier hängt so eine kleine Lichterkette. Sie hat hier jede Nacht geschlafen und wenn es geregnet hat, am Fenster gesessen. Ich war jetzt am Wochenende gerade zu Besuch bei meiner Familie und da gibt es auch einen, der ist jetzt gerade zur Schule gekommen und der hat so einen Autoschlüssel gefunden von den Eltern, den alten. Und den hat er jetzt benutzt, um quasi sein Häuschen im Haus quasi selber abzuschließen. Das kann man natürlich nicht wirklich. Aber jetzt sehe ich hier gerade auch nochmal so einen Schlüssel, wo Lilly draufsteht. Das war wahrscheinlich ihr eigener Schlüssel, den sie hier ähnlich genutzt hat wie der Junge aus meiner Familie, um sein fiktives Haus quasi abschließen zu können. Inzwischen schimmeln die Wände. Es ist nicht mehr gemütlich hier. Es liegt so ein schwerer Parfümgeruch in der Luft. Nie wieder wird hier wahrscheinlich jemand einziehen. Gut, hier haben wir ein Wohnzimmer mit einer großen Wohngarnitur, einem Ofen. Ein Fernseher, alles halt extremst in die Jahre gekommen, ne? Auch diese ganze Einrichtung sowieso erinnert irgendwie so richtig an so Rentner. Auf der anderen Seite ist diese Wohnzimmergarnitur tatsächlich mit einem kleinen Safe. Und direkt darunter steht tatsächlich Olaf F. Endlich mal ein Männername zu lesen. Deutscher Karateverbund. Olaf F. Versicherungsnummer. Sozialversicherungszentrum. Ansonsten hat man hier halt eine ziemlich triste Sofaecke. Alles in der gleichen Farbe gehalten. Da hinten so eine olle Kunstpflanze und diese Lampe. Wie gesagt, das wirkt alles sehr, sehr lieblos und irgendwie so, ja, wie als ob man bei einer 80-Jährigen zu Hause wäre. Nicht böse gemeint, aber ihr wisst schon, was ich meine. Und in Kombination mit diesen 1994er Steuerunterlagen wirft das hier sowieso alles irgendwie Fragen auf. Hier sind noch alte Urlaubsbilder. Daneben so ein russischer Ausweis. You will get your key only in case you show this card. Ist das von einem Hotel oder so? Wenn das hier jemand übersetzen kann, das Russische oben. Das wäre auf jeden Fall cool.
Das würde mich interessieren. Lange will ich mich hier jetzt auf jeden Fall nicht mehr aufhalten. So langsam kriege ich irgendwie ein komisches Gefühl. Umso mehr man von der Wohnung sieht, umso unsicherer wird man sich, was hier genau passiert ist. Also, ich würde sagen, wir haben jetzt noch das Schlafzimmer und dann gehen wir hoch in die nächste Etage. Gucken mal, was da so los ist. So, wieder zurück im Flur. Gibt's jetzt noch das Schlafzimmer. Oh, okay. Hier kommt einem nicht nur ein unangenehmer Geruch entgegen. Hier liegen wahnsinnig viele Müllsäcke, eine alte Wolldecke, Kleidungsstücke und ein Bett, welches mal wieder, und ich muss wirklich inzwischen sagen, mal wieder, aussieht, als ob da drauf jemand verstorben wäre. Und das muss ich hier wirklich so klar sagen, weil anders sieht's einfach nicht aus. Klar, es kann auch sein, dass die Person, die hier zuletzt gelebt hat, auf dieser Seite geschlafen hat und da einfach Alkohol oder so ausgekippt hat. Aber es ist durchaus denkbar, dass dort jemand verstorben ist. Guckt euch mal an, wie siffig die Matratze da vorne schon wieder ist und auch die Decke dahinter. Man kann das Bett hochklappen, hier gibt es so kleine Schlaufen. Da sieht man ganz in der Ecke eine ganze Menge Alkohol und Zigarettenstummeln. Ich würde zu gerne wissen, Tobi guckt auch schon da hinten, was sich in diesen Müllsäcken hier befindet. Das ist so eigenartig. Hier sind überall Müllsäcke mit undefinierten Sachen. Vermutlich nur Müll, aber man weiß es nicht genau. Und warum stehen hier so viele davon? Boah, Leute, in diesem Raum hier kräuseln sich einem wirklich die Nackenhaare. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eine Etage höher und gucken, was da los ist. Aber festhalten können wir auf jeden Fall, dass am Ende hier mindestens eine verwahrloste Person gelebt hat, die nicht mal wirklich Herr ihres Lebens wurde und hier, ja, eingegangen ist, kann man sagen. Viel Alkohol dann doch im Spiel, Zigaretten und am Ende entweder ein einsamer Tod auf dem Bett oder Umzug in die nächste Etage. Denn da kamen jetzt schon öfter eigenartige Geräusche her. Dann gehen wir mal hoch. Boah, hier an dieser Stelle riecht es für mich irgendwie voll nach Verwesung. Boah, aber extrem. Hier oben scheinen nochmal genau die gleichen Wohnungen zu sein. Die eine Wohnung komplett leer. Keine Einrichtung mehr drin. Und hier stehen zwei Koffer rum. Und, hä, ist die Wohnung abgeschlossen? Die Tür ist komplett zu. Mir kommt gerade echt eine komische Vermutung. Hallo? Hallo? Ist hier jemand in der Wohnung? Ist jemand zu Hause? Man kann hier, glaube ich, durch den Briefschlitz gucken, um zu sehen, was dahinter ist. Alter. Boah, ich habe kurz gedacht, da hinten steht jemand. Aber da hängt nur eine Jacke oder so. Da liegt genau der gleiche Müll rum, gefühlt auch PC-Teile. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kann doch nicht sein, dass da jetzt die Tür zu ist und einfach... Vielleicht liegt da jemand hinter, der Hilfe braucht oder so. Puh, das ist alles ganz, ganz komisch. Nun war es Zeit, das Grundstück endlich zu verlassen. Wir hatten die GoPro extra angemacht, weil wir nicht genau wussten, was draußen passieren würde. Irgendwie hatten wir das Gefühl, die ganze Zeit beobachtet zu werden. Draußen trafen wir dann nur einen Anwohner, der uns noch ein paar Infos geben konnte. Er sagte uns, dass hier tatsächlich wochenlang ein Mann in seinem Haus lag und tot nach Wochen dann aufgefunden wurde. Eine tragische Geschichte, das sagte er auch. Der Mann sei viele Monate alleine gewesen und dem Alkohol verfallen. Er ist verstorben. Er ist verstorben. In dem Haus lag, oder wie? Nee, das ist noch.
Wir unterhielten uns noch kurz mit ihm und fuhren dann weiter. Inzwischen bin ich natürlich zu Hause wieder angekommen und doch bleiben einige Fragen offen. Wo genau verstarb der Mann am Ende im Haus? Was ist mit der Familie passiert? Warum kümmert sich keiner um das, was in dem Haus und in den Wohnungen zurückgelassen wurde? Und warum standen in der obersten Wohnung überall die gleichen Sätze? Diese Fragen werde ich wohl nie beantworten können. Wir werden zu dem Haus vermutlich nie wieder zurückkehren. Und es bleiben Fragen manchmal einfach offen. Wenn ihr Ideen habt oder sogar wisst, was dort genau passiert ist, schreibt es gerne in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, bleibt Frauen gesund, euer PJ Adventure. Ciao. Yeah, I let them go, 'cause I'm here.